So, hallo an alle zur nächsten Folge von Megabreak. Wir waren stehen geblieben irgendwo und irgendwo, und zwar im Nether. Moment, jetzt geht's wieder. Gerade wieder. Jetzt mache ich so einen Ruckler mal kurz nach dem Einloggen. Das müsste aber allerdings laufen. So, und zwar, ich habe ja ganz kurz Jetpack und alles hier zwischen getanken aufgeladen. Und jetzt geht's wieder weiter, weil ich würde gern mein sonniges Plätzchen finden. Irgendwo da, so in der Hoffnung. Unter anderem auch natürlich vielleicht, dass da neue Bienensorten gibt, wegen den Hives und so. Achtung, die müssen fertig sein. Die müssen fertig sein. 13 verdammte Komps. Wow. Das ist krass. Ender Drone da rein und dann die Ender Princess drüber. Jetzt laufen, weil die gleich auf dich losgehen, dich verhauen werden. Oder mich zumindest, nicht dich. Ja gut, mich, nicht euch. Aber die sind äußerst produktiv irgendwie. Da gibt es viel mehr Komps als bei den anderen Dingern. Das finde ich schön. So. Jetzt geht es wieder durch. Denn da habe ich schon mein Portalchen. Da geht es auch gleich schon weiter mitten in der Pampa. Ich will da 10.000 Blöcke, habe ich ja gesagt, ne? Genau, 10.000 Blöcke will ich. Ich will die 10.000. So, mal kurz hier durch. Und dann ein Gas. Und die Portal Gun ist blau. Portal. Schön. Schön, schön. So, und dann muss ich jetzt weiter hier lang und dann muss ich weiter da lang und dann muss ich weiter da lang und ich verpiesel mich gleich mal zügig. So, immer so schön gucken, wie die Blöcke hochgehen, also die Zahlen meine ich jetzt von der, wie weit man ist. Oh, ja, komm, bin ich getroffen. So, jetzt 500 Blöcke, die wir uns bewegt haben. Komm schon, die anderen kriegen wir auch noch hin. Bei minus 10.000 plus 10.000 ist doch eine schöne Zahl. Es war jetzt Zufall, dass ich in die Richtung bin. Weil das irgendwie Richtung von meiner Pumpe war. So, minus 10.000. Und wir müssen noch in die Richtung, gell? Genau, in die. In die. 10.000 plus 9.000. Haben es ja bald geschafft. Ein Zombie-Pigman mit Krone und Goldschwert. Und dann so, die Frage ist jetzt nur... Ich glaube, das wird nicht ganz reichen, denn wir landen mitten in der Lava, so wie es aussieht. Die exakten Koordinaten kriegen wir nicht. Nein, die exakten Koordinaten kriegen wir nicht, dieses mit der Lava. Dann, probiere ich es halt mal hier drauf. Hier oben drauf aber. Nee, aber da sind wir schon wieder unter den 10.000. Das ist schlecht. Gehen wir noch einen Tacken weiter. Kleines bisschen. Ich hätte schon gern fünfstellig die Zahl. So vielleicht. Ist schon wieder bei 11.000, aber auch egal. Verdammte Gas. Irgendwo hier ein Platz, wo man mal das Portal hinsetzen kann. Vielleicht hier so irgendwo hin. Ja, das müsste gehen. Bisschen geschützt oder so. Oh, jetzt habe ich die Zombies. Ja. Das war natürlich jetzt blöd. Ich wollte nur die Fledermaus grillen. Hier oben. Da, schöne Ecke. Schöne Ecke. Natürlich nicht, wenn uns die ganze Zeit der Gas abschießt. Weg, 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 weg. Du bist nervig, weißt du das? Du bist so schon nervig. So. Jetzt aber. Also, ein stinknormales Höllenportal. Hier oben hingeknallt. Kurz ein Blatt schaffen noch. So nämlich dann. Ob sie den rausholen? Ich bin echt sowas von gespannt, wo wir jetzt rauskommen werden. So, was waren gespannt. 3. Und da nochmal. So. Flint and Steel. Anzünden. Und jetzt halt die Frage, wo kommen wir raus? Übrigens, wegen der Schönheit mache ich auch nochmal ein bisschen rein, auch wenn ich das gar nicht brauche, aber egal. Warte mal. Das sieht jetzt zu blöd aus. Wir könnten auf das Biom wetten. Wie sieht es denn damit aus? Eine Biomwette. Illegale Glücksspielwetten. Ich wette, ich lande in einem Gebiet, wo es Bäume gibt. Ah, hätte es gedacht. Das
kann natürlich sein, dass ich Wüste bin oder halt Schneebium. Wüste, Schneebium oder normal. Warte, genau, 13 Auswahl. Wüste, Schneebium oder irgendwas mit Wald und Wiesen und bla. Ich wette auf Wald und Wiesen. Okay, mal gucken, was das wird. Einfach mal gucken. Jetzt gleich sind wir auf einer riesigen Klippe. Was da unten geht, wir sterben sofort. Ah, Downloading World. Nein! Nein! Bitte nicht. Wir sind im Meer. Ich will nicht ins Meer. Oh, das war das Schlimmste, was passieren konnte. Ich habe schon gedacht, wehe im Meer. Wehe im Meer. Und was ist passiert? Wir sind im Meer. Boah, warte kurz, sind wir hier irgendwo Waypoints? Nein, Quatsch, eine Karte kann ich auch anzeigen. Warte Gott, doch, ich warte mal. X da. Wie kriege ich hier bei X angezeigt? Kann man da scrollen oder Z? Zoom, ach genau, für Zoom-Level. Ahn. Da hinten. Aber ansonsten ist hier mehr. Ich will kein Meer. Ich mag kein... Boah, jetzt muss ich hier wieder... Da. Warum? Das ist doof. Ich muss es nochmal versuchen. Das Portal kann ich leider nicht nehmen. Das ist mir zu meerrettig. Gehe ich halt ein bisschen da in die Richtung noch. Mal mit 10.000, 15.000. Oder so. Und wie schnell gehen wir jetzt eigentlich? Wenn wir da lang fliegen würden. Ah ne, dann sind wir jetzt weniger. Das darf nicht sein. Es sollte schon mehr werden. Weil mehr und so. Mehr. Also nicht mehr, sondern es soll weniger mehr werden. Aber auf der Karte oben soll es mehr werden. So mehr Blöcke. Ich habe leider nur noch genug Material für ein einziges Höllenportal. Das müssen wir jetzt hier Ziel setzen. Ups, jetzt bin ich fast unten. Oh, das ist komisch, ist hier. Okay, ich dachte schon, hier geht es irgendwie bei Stufen abwärts. Nee, das ist nur ein Schatten. Ja. Oh, wenn ich hier bin, kann ich da mal ganz kurz... Mir ist mir was eingefallen. Ganz kleine Portion Souls mitnehmen für diese Bienenrahmen. Da gibt es auch so Seelenrahmen oder sowas in der Art. Die irgendwie noch effektiver sind. Die würde ich gerade mal ganz kurz einsammeln. Weil mir ein bisschen langsamer drüber läuft, ich weiß. Wir haben 9,3, ja, passt schon. So. Probieren wir es nochmal ein bisschen in diese Richtung hier. So, nochmal ein paar tausend Blöcke weiter, was ich natürlich nicht schwimmen möchte oder so. Wir hoffen, das Meer ist vorbei. Ich wette gleich wieder. Mein Pech wette ich auf Meer, in der Hoffnung, dass ich nicht in einem Meer drin lande. Aber ich lag zumindest auch nicht wirklich ganz falsch, weil es war keins von den drei Biomen. Also kann man jetzt nicht sagen, dass das komplett falsch war. Oder doch, oder nicht. Oder doch, oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich probiere es hier nochmal bei 14.000. Und zwar... Wieder dasselbe Prinzip. 2. Ich weiß nicht, ob das hier reicht. 4. 2, 3. 1, 2. 3. Der Schönheit halber. Und anzünden. Und wo komme ich raus? Ich wette im Meer. Meer, natürlich. Es ist immer mehr. Und nein, in einem Eisbiom. In einem Eisbiom. Warte, das ist auch blöd. Ich wollte ein sonniges Plätzchen. Warum denn jetzt hier Eis? Ich weiß, man kann es mir nicht recht machen, aber das Problem ist halt so, sonniges Plätzchen und Eis, das verträgt sich irgendwie nicht, weil Eis ist halt irgendwie Eis und so. Was machen wir denn jetzt? Feierabend. Geh mal heim. Ende Gelände. Wir zünden das Eis an. Was nicht geht, ich verbrauche das Feuerzeug. Ende Gelände. Irgendwie. Mal Feierabend, geh mal heim. Bin ich dafür. Gucken wir mal.
Verpiss dich, Spinne. Genau, brenne. Brenne. Leather Boots, Kohle, Strings, nichts Besonderes. Auch nichts Besonderes. Okay, noch Schrott drin. Only crap in there. Und oh, das hier oben ist aber doch ein bisschen besser, weil das ist eine etwas seltenere Kiste, wo interessantere Dinge drin landen können. Ich weiß aber nicht jetzt, wie es beim Lightpack ist, ob da auch so ein Dings drin ist. Aber ich glaube, da können noch potenziell Portal Guns drin sein. Also zumindest in diesen Dungeons hier, weil das sind Wisp Dungeons. Nein, ja komm, nein, darf ich wenigstens mal einen Kiste öffnen. Punch 1. Sattel, boah, Music Disc. Redstone, warum nicht? Iron, nee. Tint, nee. Brot, nee. Koffer, nee, 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 nee. Kakaobohnen vielleicht als aller geringstes, was wir noch so mitnehmen. Auch wieder Vulkan. Ich wollte ein sonniges Plätzchen. Das heißt, wir gehen zurück, holen Obsidian und rennen nochmal einen ganzen Kilometer weiter. Also 1000 Blöcke. Weil das ist ein Kilometer, schätze ich mal, oder? Das ist ein Kilometer. Und wenn man die Minecraft... Oh, ich habe mal so ein... Kennst du mal Minecraft-Fakten? Weil theoretisch die Welt ist ja 30 Millionen Blöcke in jede Richtung eigentlich. Und interessant ist ja dann, dass... Moment. Portal. Ach da, ja. Das Portal. Das... Nein! Nein! Ich habe gerade das falsche Portal gesetzt. Ihr seht, kommen wir jetzt hier raus und nicht am Anfang. Was lernen wir daraus? Ich will den Weg nicht zurücklaufen, aber ich hätte noch eine Idee. Ich hoffe mal, dass ich vertue mich jetzt. Ich darf jetzt nicht vertun, ansonsten ist aus. Ansonsten sind wir verschollen bei 15.000 Blöcken. Och Mann, auch wieder falsch. Ich hab gedacht, das wäre auch das Lila, nicht das Blaue. Quatsch, nicht das, das Gelbe. Aber wir sind schon mal näher dran. Ja, wir sind näher dran. Hier habe ich mit Makiti Landmarks. Hier war das mit der Quarry. So, warte mal kurz, machen wir hier. Oh nein, warte. Jetzt darf ich mich aber auch wieder nicht vertun. Sonst finde ich auch nicht mehr, dann war alles wieder umsonst. Ach Gott, das ist alles doof. Oder ich bin doof. Also hier ist das Gelbe jetzt. Nein. Nicht das Gelbe. Das Gelbe habe ich gesetzt. Hier ist das Blaue. Ich gucke lieber nochmal. Nicht, dass ich mich schon wieder vertue. Wir hatten hier das Blaue, ja? Bitte lass uns hier das Blaue haben. Das Gelbe. Hä? Das hier ist... Ah, hier doch. Ah ja, gut. Ich muss das Gelbe jetzt bei mir ins Haus setzen. Weil das Gelbe ist ja das hier und okay, gut. Ich habe wieder einen Überblick. Hier sind es zum Glück nur 800 Blöcke und das ist nicht ganz so verschollen und ich renne die ganze Zeit bei Nacht rum. Nicht, dass jetzt umsonst rumgelaufen wäre, das wäre furchtbar. Das wäre tragisch. Eine Tragödie oder wie auch immer. Ich kann leider kein Französisch. A tragedy. Können Sie auf Englisch weitermachen? Genau. Let's play Minecraft. Ab sofort auf Englisch. Können wir switchen. So eine ganze Folge. Schon mal vorgeschlagen, aber irgendwie bin ich, glaube ich, zu faul dafür. Weil das ist so eine Umstellungssache. Ich meine, checken tust du ja alles in Englisch. Verstehst ja. Aber das reine Sprechen, also selbst Sprechen, das ist nicht so leicht. Das müsste man schon hart üben. Oh, lass mal kurz hier so. Und jump. Warte. Uff. Ich nutze so die Baumkronen, schmieße von Ast zu Ast. Spark the Tarzan. Na, geht doch schon. Ja, jetzt bin ich hier angedockt. Reine Pflücke. Nee, Englisch wäre ein bisschen anstrengend, glaube ich. Ich meine, ja, es wäre vielleicht ganz lustig, aber es ist anstrengend. Und ich würde wahrscheinlich so viele Fehler machen, schon wieder zu peinlich wäre.
Verstehen ist nicht das Problem, also sprechen halt. Na komm schon, nochmal. Jump. Ja, wir kommen der Stadt wieder näher. Okay. Hast du erfolgreich zurückgeschafft. Kann ich dran denken, das gelbe Portal bei uns in die Hütte. Oder war es doch das andere? Ich guck nochmal. Nein, tue ich nicht. So. Jetzt will ich es aber wissen. Jetzt will ich es wissen. Wir schauen mal. Das gelbe Portal, ja. Gut. Jetzt hier durchgehe, bin ich beim Eis. Und bei der Hölle. Und jetzt gehe ich mal in die Hölle rein. In der Hölle sitzt hier komm. Ich weiß nicht, ob was passiert, wenn ich hier R drücke. Hier sitzt mein blaues Portal, ja? Wenn ich jetzt hier zurückgehe. Und dann hier auch nochmal zurück. Bin ich in meinem Haus drin. Kann ich jetzt ganz kurz hinstellen zum Aufladen. Weil in der Hölle, am Anfang von der Hölle, das andere Portal sitzen. Nochmals. Moment, gut, einigermaßen aufgeladen. Ja, schon wieder durch. So. Und zwar, ich glaube, es gibt es ja jetzt in der nächsten Folge. Ah, noch einen kleinen Cut. Bis gleich oder demnächst und tschüss.